Hallo und herzlich willkommen im Keller, schon zu etwas späterer Stunde, aber ich habe wieder ein Päckchen bekommen und ich bin begeistert und ich kann nicht gut schlafen, wenn ich nicht vorher ein Dankeschön-Video gedreht habe. Das werde ich zwar jetzt nicht mehr hochladen können heute Abend, aber ich möchte es wenigstens gedreht haben, weil irgendwie muss ich meiner Begeisterung Ausdruck verleihen. Viele schöne Kleinigkeiten will ich nicht sagen, dafür ist es zu durchdacht und zu genial zum Teil, die sogenannten Kleinigkeiten. Aber ja, ich zeige es euch einfach mal, will das auch nicht zu lange in die Länge ziehen, für diejenigen, die sowas jetzt auch nicht so sehr interessiert. Und ich bin begeistert und vielen herzlichen Dank an den edlen Spender. Will dich wieder namentlich nicht nennen und wie gesagt, alles angekommen, war auch nichts kaputt, toll verpackt, alles super. Ich bin total begeistert und möchte es aber trotzdem einfach nochmal so ein bisschen das ganze Zeug auch mal vorgezeigt haben, was ich da gekriegt habe. Und ich habe ein neues Lieblingsmesser unter anderem. Aber wirklich, aber sowas von. Ja, ein Döschen Schoka-Cola heißt das Zeug, genau. Mag ich sehr gerne, super lecker. Habe auch schon eins gemampft, wie man hier unschwer erkennen kann. Toll. Allein das schon toll. Und die Dosen sind ja auch immer so super. Da kann man ja auch alles Mögliche drin machen. Irgendwie theoretisch Birkentier herstellen. Dieses berühmte Charcloth, also diese verkohlte Baumwollstoffgedöns herstellen. Habe ich noch nie gemacht. Wollte ich immer mal machen. Irgendwie hatte ich aber auch nie eine Dose dafür. Jetzt schon, sobald sie leer ist. Also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Dann hat er mir geschickt. Auch das kann ich ganz hervorragend gebrauchen. Verschiedene Rohlinge von Firesteels, nenne ich es jetzt einfach mal, weil halt eben kein Griff dran ist. Ist für mich so aber auch wirklich, ehrlich gesagt, am praktischsten. Inzwischen mag ich die ohne Griff am liebsten, weil die nehmen am wenigsten Platz weg in der Hose. Ein Griff ist fast schon unnötiges Gewicht, habe ich inzwischen so für mich selber festgestellt. Auch in klein, auch nicht zu kurz, also schon auch noch verwendbar. Wenn sie dann nochmal, sagen wir mal, halb so lang sind wie dieser hier, da wird es dann irgendwann schon schwierig mit anfassen und gleichzeitig dann noch dran reiben und das ist dann so viele Kran, dass es ein bisschen doof ist, aber so in dieser Länge noch wunderbar verwendbar und so einen habe ich mir auch schon in den Hut gepackt, das heißt, das waren zwei, einer ist halt wie gesagt bereits verstaut und tippitoppi, das kann ich richtig gut gebrauchen, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Aber das ist noch nicht alles, was das Feuermacht-Zubehör angeht. Nämlich, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ist auf YouTube in diversen Videos auch schon vorgekommen, nämlich diese freundlichen Schweden Magnesiumblöcke. Das funktioniert ganz grob gesagt so, dass man sich mit dem Kratzerle hier ein bisschen Magnesium darunter kratzt. Das muss ich jetzt nicht unbedingt vormachen. Wie gesagt, es ist schon spät, ich muss langsam ins Bett. Deshalb halte ich das jetzt ein bisschen kurz. Und das kann man dann eben entzünden mit dem hier angebrachten Firesteel. Im Idealfall macht man vorher den Striker ab, aber müsste auch so funktionieren, zumindest zu Testzwecken, kurz ein bisschen Fünkchen zu erzeugen. Da war einmal. Jetzt habe ich mich fast mit der Sägeseite, hier ist noch so eine Sägezahnung, fast gepiekt. Aber ja, ich mache das noch einmal kurz zur Demonstration, dass der hier auch funktioniert. Und zwar ganz hervorragend. Besser kann man sich das gar nicht wünschen. Tippidoppi, vielen herzlichen Dank. Ich habe auch keinen mehr. Ich hatte mal einen, der war aber scheiße. Habe gehört, die hier sollen toll sein. Das werden wir noch herausfinden. Aber bisher, also auf jeden Fall, die Firesteel-Komponente ist schon mal super. Habe keinen Zweifel daran, dass der sehr nützlich sein wird. So, dann total begeistert bin ich von der Lösung all meiner Probleme, die ich je mit Streichhölzern hatte. Weil ich habe mit Streichhölzern mein großes Problem, was mich da immer umgetrieben hat. Moment, wo habe ich denn welche? Da habe ich welche. Wenn man sich irgendwelche Streichhölzerchen in irgendwelchen EDC-Dosen oder im Hut oder sonst wo versteckelt, dann muss man sie erstens natürlich wasserdicht machen, dann macht man eine Wachshülle drum. Okay, soweit so einfach. Das Blöde ist jetzt bloß bei so Standardstreichhölzern bzw. so Sturmstreichhölzern wie diesen hier, muss man ja noch irgendwie eine Reibefläche mitnehmen. Und wenn man das dann möglichst klein machen will, dann nimmt man nur eine halbe Reibefläche vielleicht.
Und dummerweise sind diese Reibeflächen in der Regel scheiße. Und wenn sie nicht scheiße sind, dann will man sie auch nicht zerschneiden und klein machen. Und jetzt sieht man das zwar auf der Kamera nur schlecht, aber mit so einer kleinen halbierten Reibefläche, da kriegt man mit Mühe und Not dann nochmal so zwei, drei Streichhölzer angezündet und dann ist die auch durch. Dann kann man damit nichts mehr anfangen. Außerdem Reibefläche empfindlicher als jedes Streichholz. Wenn die mal nass wird, dann kannst du ganz wegschmeißen, gefühlt. Hat mich also immer genervt. Das war so mein großes Problem mit Streichhölzern. An sich sind Streichhölzer ja toll, weil das ist quasi Zundmaterial, ja, Feuer plus Zunder in einem Teil und zu einem Überfluss auch noch aus Holz, günstig, praktisch, finde ich super. Gibt es auch ja schon seit vielen Jahren. So, jetzt habe ich auch mal erwähnt, dass ich mir potenziell mal diese Universalstreichhölzer, diese, na, wie heißen sie? Cowboy-Matches zulegen möchte, waren mir aber immer zu viele, die man auf einmal kaufen konnte. Und siehe da, plötzlich habe ich welche, und zwar ganze vier Packungen, also 400 Stück. Es sind nicht mehr ganz 400 inzwischen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Allein das wäre ja jetzt schon genial, ne? Weil die haben das Problem mit der kaputtgehenden Reibefläche nicht. Die haben hier einfach quasi ein bisschen Sandpapier draufgeklebt. Das ist so ähnlich wie, das ist wirklich draufgeklebter Sand, festgeleimt. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und das dient als Reibefläche. Und mit ein bisschen Übung kriegt man die damit auch wunderbar angezündet. Und das Tolle ist halt eben, man kann auch ganz ohne Reibefläche das Zeug an irgendwelchen Steinen oder sonstigen rauen Flächen, die man im Gelände findet, anzünden. Jetzt bin ich natürlich blöd und muss sowas erst üben. Aber wenn das mit dieser Fläche schon so einfach funktioniert, dann kriege ich das auch irgendwann im Laufe meiner Übungen an irgendwelchen Steinen im Gelände hin. Soweit wäre das ja schon toll und würde jetzt quasi meine Streichholzprobleme schon gelöst haben. Aber das ist noch nicht alles. Nämlich hat er mir auch noch so eine großartig optisch auch sehr schick aussehende Dose zum Aufbewahren von Streichhölzern eben mitgeschickt. Ich finde die wirklich, sieht echt gut aus, ne? Ich mag auch diesen grünen Ton. Und da habe ich natürlich auch schon sämtliche Streichhölzer reingemacht. Also so viele, wie halt reingepasst haben. Und die ist natürlich auch wasserdicht. Hat ja einen Dichtungsring. Und ja. Tippitoppi, so weit, so toll. Das allein wäre jetzt auch schon wieder super. Aber das ist immer noch nicht alles, weil er hat mir netterweise noch dazu geschrieben, da wäre ich von alleine auch nicht drauf gekommen, dass. Wo habe ich ein Streichholz? Wo habe ich ein Streichholz? Ah, da. Es ist schon spät, tut mir leid. Der untere geriffelte Bereich dieser Dose auch wunderbar funktioniert, um damit halt eben diese Streichhölzer anzureißen. Wenn man da nicht zu blöd ist, jetzt. Tada! Und das macht das jetzt halt natürlich nochmal viel genialer, weil damit hat man Streichhölzer, wasserdicht verpackt, immer dabei und eine völlig wasserunempfindliche Reibefläche, um diese dann halt quasi anzuzünden. Man muss sich gar nicht erst extra einen Stein suchen und so weiter und so fort. Und ich glaube, für die nächsten Wochen und Monate wird das meine bevorzugte Feueranzündmethode sein, aber mit Sicherheit. Wobei das kleine, also na, um mal an ein weiteres Geschenk zu erinnern, ich nütze inzwischen auch wirklich, wirklich gerne das Schlüsselbund-Feuerzeug, was ich hier bekommen habe. Also jenes hier. Allerdings ist es gerade leer, muss ich jetzt demnächst mal wieder auffüllen. Aber im Prinzip würde das jetzt hier mit Benzin, wenn es noch welches drin wäre, dann auch entsprechend funktionieren und ganz wunderbar brennen. Also auch eine tolle Möglichkeit zum Feuer machen. Meine Möglichkeiten, auf wahnsinnig coolem Wege Feuer anzuzünden, nehmen weiterhin zu. Und das finde ich richtig, richtig, richtig genial und richtig toll durchdacht. Und all meine Probleme, die ich jemals mit Streichhölzern hatte, sind gelöst. Allein dafür bin ich ja schon unglaublich dankbar und begeistert. Aber es ist noch nicht alles. Nämlich ist hier noch ein, ja, ich zeige euch mal die noch nicht zusammengebaute Variante. Scheckkartenmesser dabei gewesen. Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt. Ich hatte gewusst, es gibt von Victorinox
so Scheckkarten. Da ist dann halt noch so eine kleine Victorinox-Messerklinge drin. Die kann man dann da rausziehen, dann hat man die halt in der Hand und hat dann so ein kleines Messerchen. Funktioniert auch super und so weiter und so fort. Aber das hier ist erstmal noch dünner, sicherlich auch leichter und von der Machart her irgendwie noch viel genialer. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, man bricht hier nicht einfach die Klinge raus und hat dann eine lose Messerklinge, sondern man kann das so zusammenfalten, dass dann ein richtiges Messer entsteht und das sieht dann so aus. Ist das cool oder ist das cool? Also das finde ich mal richtig genial, weil es halt wirklich ein vollwertiges Messer ist, mit dem man richtig ordentlich was schaffen kann. Also vielleicht nicht unbedingt Betoning, aber zum Schnitzen, so wirklich für den richtigen Gebrauch draußen im Wald, wenn man nichts Besseres hat, in Anführungszeichen, dann reicht das vollkommen aus. Damit kann man wirklich ordentlich was arbeiten und was anfangen. Und das ist auch. Ne? Das ist doch mal was, oder? Das ist richtig, richtig, richtig scharf. Also, ich bin begeistert, dass sowas gibt. Das ist richtig cool. Und vor allen Dingen auch ingenieurtechnisch unglaublich gut gemacht. Das muss man jetzt quasi nur noch wieder aufklappen, sozusagen. Hat hier so Noppen, dass das da dann da einrastet mit diesen Löchern, dass man das da zusammenpacken kann. Und dann klappt man das wieder auf. Jetzt hat es schon so ungefähr Scheckkartenformat. Und wenn man jetzt noch die Klinge hier einklappt, dann hat es wieder gänzlich Scheckkartenformat. Und jetzt ist hier noch so eine kleine Verriegelung. Die muss man dann entsprechend so drin hindrehen, dass man es zubekommt. Dann kann man es zuklappen und dann kann man mit dieser Verriegelung das Ganze sogar noch arretieren. Dann geht es auch von sich aus nicht auf und man kann sich dann auch nicht unbedingt damit wehtun. Und dann kann man sich das so in den Geldbeutel reinstecken. Und da ich genialerweise davon zwei habe, das ist ja nochmal super toll, kann ich mir eins in den Geldbeutel und eins in den Hut packen. Werde ich dann auch entsprechend natürlich so tun. Wo habe ich jetzt das zweite hingelegt? Oh Hirn, oh Hirn. Ah, da. Also vielleicht das hier in den Hut, weil es noch eingeschweißt ist, dann ist auch noch ein bisschen besser wassergeschützt. Gar großartig. Ich habe nämlich immer noch kein Messer im Geldbeutel, was mir echt fehlt. Dass ich wirklich, also man kann nie genug Messer dabei haben. Nie, 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 nie. Außer man will fliegen und wird beim Zoll kontrolliert. Ich glaube, langsam könnte ich da echt Probleme bekommen. So viele Messer wie ich inzwischen überall versteckt. Was heißt Messer? Größtenteils sind es Rasierklingen und Skalpellklingen. So ein richtig vollwertiges Messer, so wie das hier, das ist natürlich so genial. Das habe ich noch nicht gehabt bisher. Was natürlich in keinster Weise irgendwie den Wert der Rasierklingen, die ich mit dem letzten Paket bekommen habe, schmälern soll. Das ist natürlich auch nochmal genial. Und selbstverständlich sind die nochmal kleiner und nochmal leichter und die kann man nochmal besser wirklich überall reinpacken und dabei haben. Und das ist natürlich auch nochmal super toll. Also, ne? Das war auch top. Nicht, dass sich jetzt jemand hier gemobbt fühlt, nur weil ich von diesem Zeug auch sehr begeistert bin. Was ja hoffentlich die meisten von euch nachvollziehen können. Das ist eine geniale Idee. Dann habe ich noch ein Energy M. Toll. Wollte ich schon immer mal probieren. Will nämlich wissen, ob die genauso schmecken wie Energy 5. Und das sind in so einem kleinen, wirklich kompakten Häufchen, sind das, glaube ich, 1150 Kalorien. Das ist natürlich tipptopp. Also eine komplette. Richtig, richtig sattmachende Mahlzeit in so einer kleinen Verpackung, in so einer kleinen Form, wiegt 250 Gramm. Kann man sich wirklich wunderbar unten in den Rucksack reinschmeißen und genau das werde ich damit auch tun. Das kommt unten in den Rucksack und geht da nicht mehr raus, bis ich es irgendwann mal aufesse. Wenn mir wirklich mal so in einer selbstverschuldeten, blöden Notsituation, wenn ich mal einen Zug verpasse abends oder irgendwie sonst was ist, und gerne noch was essen will und mal keinen Bock habe, auf zur nächsten Burger-Bratbude oder Ähnlichem zu gehen oder tatsächlich wirklich mal länger im Wald hocke, als ursprünglich geplant. Das als Notration perfekt, ideal und das kommt dann entsprechend mit in Zukunft. So, jetzt ist das immer noch nicht alles, denn hier haben wir noch einen äußerst genialen Faltbecher, hatte ich auch noch nie sowas. Zusammenfalten ist gar nicht so einfach, aber geht. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und dann ist das Ding nicht bloß noch so klein, kann wirklich in jede Hosentasche gesteckt werden, kann man sich auch so unter den Gürtel klemmen. Theoretisch auch unter den Hut.
Und finde ich genial, ist aus Silikon. Hier hinten steht drauf, dass der wohl scheinbar tatsächlich bis, lass mich lügen, ich glaube, das heißt 25 Grad. Nee, heißt das 250 Grad? Das muss 250 Grad heißen. Also jedenfalls scheint der unendlich hitzebeständig zu sein. Man darf ihn wohl trotzdem nicht ins offene Feuer schmeißen. Das macht natürlich Sinn. Hätte ich jetzt auch gar nicht ausprobieren wollen. Aber finde ich genial, ist ein 200 Milliliter Trinkbecherchen so für unterwegs und so weiter und so fort. Vielleicht auch durchaus sehr hilfreich, wenn man mal wieder Frauen beeindrucken möchte oder zu einem Picknick aufbricht und so weiter. Und dann hat man ja meistens, ich habe ja normalerweise nur meine Titantasse, können jetzt nicht beide aus der Titantasse trinken, insbesondere wenn man sich da drin seinen Tee erst gekocht hat und so weiter. Und dann noch so ein Zusatzbecher, hervorragend. Also das kann ich ganz toll gebrauchen. Steht demnächst mal wieder eine Waldbesichtigung mit Frau an, am kommenden Sonntag. Und die wird sicher begeistert sein, wenn sie nicht aus der Titantasse saufen muss. So gut kenne ich sie, dass das wirklich, glaube ich, durchaus ein Faktor sein könnte, der sie freut. Ja, tipptopp. Also bis hierhin ist ja schon alles großartig. Und da wäre ich jetzt schon immer noch total aus dem Häuschen, wenn da nicht noch was gekommen wäre. Also was jetzt gar nicht mehr hätte kommen müssen. Aber es ist noch was dabei. Und zwar, Moment, ich muss das kurz mal präparieren. So, und so habe ich das dann aus der Packung entnommen, also nicht im geöffneten Zustand, nämlich ein niegelnagelneues Opinel Explore Nature nennt sich das Ding wohl. Und ich hatte keine Ahnung, dass das Ding gibt. Und das ist wirklich jetzt mein neues Lieblingsmesser für die nächste Zeit auf jeden Fall. Und ich habe auch schon irgendwie überlegt, dass das eigentlich das ideale Messer sein wird, um es nach Schweden mitzunehmen. War mir nämlich noch nicht ganz sicher, welches Messer ich eigentlich nach Schweden mitnehmen möchte. Und ja, das nehme ich. Also das überzeugt mich jetzt richtig, weil ich mache nochmal ein separates Video dazu, weil ich dieses Ding absolut genial finde. Aber im Prinzip hat das erstens mal eine 10 cm schöne Klinge mit interessanterweise nicht Opinel-typischer Bowie-Klinge, sondern einer Drop-Point-Klinge. Heißt, die Spitze sitzt ein bisschen weiter in der Mitte. Das heißt, man kann mit der Spitze insgesamt besser arbeiten, ein bisschen besser bohren vielleicht auch ein wenig. Muss man natürlich aufpassen mit einer Opinel-Spitze, sonst ist sie nämlich abgebrochen. Aber es ist natürlich wie alle Opinel-Messer super scharf. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Ne? Also das ist natürlich, ja, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Aber tollerweise hat es auch noch, jetzt muss ich doch nochmal zum Papier greifen, hier noch so einen Gurtschneider. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Gut, so ein Gurtschneider muss natürlich nicht rasiermesserscharf sein, aber ich bin mir sicher, dass jetzt so ein Gurtschneiden definitiv funktioniert. Man kann da auch garantiert irgendwelche Schnürchen mit durchschneiden. Weitere Tests mit dem Messer mache ich jetzt heute Abend nicht. Wie gesagt, ich muss ins Bett. Aber toll, 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 toll. Und es hat halt wirklich sämtliche Modifikationen, die Opinel Modding Community so privat vorgenommen hat, haben sie hier scheinbar mit eingebaut. Teilweise eben auch Modifikationen, die es in der Opinel Modding Community gar nicht gegeben hat, wie eben diesen Gurtschneider, der hier noch dran ist. Und mein erster Gedanke war, ja, okay, das ist ja ein cooles Feature, aber so ein bisschen stört der schon so bei der Handhabung mit dem Messer, dieses abstehende Ding nicht, dass man sich da dann noch irgendwie verletzt dran und so weiter und so fort. Und da habe ich noch gar nicht gecheckt gehabt, dass man hier nämlich noch dieses rote Objekt hat. Und dieses rote Objekt kann man nämlich hochmachen. Und sobald man das hochmacht, das geht am Anfang ein bisschen schwierig, ich muss das mit dem Schraubenzieher nachhelfen, also kein Problem, kann man dieses Ding hier nämlich verschieben. Das heißt, der Gurtschneider ist weg und man hat hier einen wunderbaren Haken, wo man noch einen Karabiner dran machen kann und sich das Ding dann einfach so an den Gürtel hängen. Finde ich auch extrem praktisch, so einfach als platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für sein Messer. Man hängt sich einfach an den Gürtel und gut ist. Habe ich jetzt auch heute die ganze Zeit, seit ich heimgekommen bin und das Paket entdeckt habe, die ganze Zeit auch an der Hose gehabt, wenn ich nicht gerade damit gespielt habe. Was auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also das ist großartig, da freue ich mich wirklich wahnsinnig drüber. Das ist aber noch nicht alles, denn man kann dieses Ding hier, wenn man da entsprechend ein bisschen rumfriemelt, ist auch ein ganz toller Verschlussmechanismus, das zeige ich euch dann alles noch ausführlicher, kann man das natürlich auch rausnehmen. Und was ist es dann? Selbstverständlich ein Fire Steel. Also das
rundum sorglos Messer. Ich hatte auch noch überhaupt kein Messer mit integriertem Firesteel. Das ist also für mich auch ein Novum. Und das Ding finde ich toll. Also ganz ehrlich, das finde ich einfach nur toll. Das ist ein rundum sorglos Opinel und vielleicht noch ein Feature. Ich finde sogar diesen Look extrem interessant, weil das so an Höhenlinien auf einer Karte erinnert. Wenn es nicht sogar wirklich ganz genau welche sind. Ist halt die Frage, soll das so sein oder soll das nur daran erinnern? Aber für mich sind das ganz eindeutig Höhenlinien und ich finde, das sieht richtig gut aus. Auch dieses Grün gefällt mir, das ist eine Signalfarbe. Man findet das Messer wieder, wenn es einem runterfällt. Aber es ist nicht gleich orange. Das ist mir immer ein bisschen zu heftig. Und so gesehen, auch das großartig. Tolles Messer. Dankenswerterweise hat mir der edle Spender noch dazu geschrieben, dass ich den Firesteel doch bitte wirklich nur für Notfälle hernehmen soll, weil er nicht weiß, ob man den nachkaufen kann. Und ja, dann wäre es natürlich schon ein wenig schade, wenn er alle ist. Deshalb werde ich mit dem auch nicht großartig rumspielen. Ich werde es einmal ausprobieren. Das muss ich halt dann doch. Das will ich ja schon wissen, inwiefern, wie gut der funktioniert. Und dann wird er natürlich aufgespart für Situationen, wo man wirklich keine andere Option zum Feuermachen dabei hat. Das finde ich wirklich ganz, ganz genial. Auch die Klinge ist toll. Das Ding basiert auf dem Opinel Nummer 12. Klinge ist aber nur 10 cm lang. Ist also ein bisschen gekürzt. Das macht ja auch nichts. Eine 10 cm Klinge ist ja vollkommen ausreichend für alles, was man also sonst noch vorhaben kann. Und die hat auch die Dicke vom Opinel Nummer 12. Ist also unter den Opinel-Klingen die stabilste. Mal abgesehen von dem Riesen-Opinel, das nochmal eine andere Liga ist. Aber ja. Die Praxistauglichkeit von dem Ding, da kann man trotzdem noch mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich sein muss. Aber dieses Messer, großartig. Ich habe ein neues Lieblingsmesser. Und solange mir nicht noch irgendeine unglaublich tolle Alternative einfällt, werde ich das auf jeden Fall auch mit nach Schweden nehmen. Man hat übrigens noch die Option. Das Teil hier ganz rauszunehmen, wenn man jetzt sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt für das, was ich jetzt vorhabe und halt nur hier ein Firesteel drin zu haben, dann hat man auf jeden Fall das schlankere Messer, das sich noch ergonomisch ein bisschen besser anfasst. Finde ich auch genial, dass man also dass dieses Ding hier halt also quasi kein Muss ist, sondern ein Kann. Ist doch toll. Und pfeifen tut's auch. Also genial. Vielen, 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 vielen Dank. Und da muss ich jetzt bei der Gesamtheit von diesem ganzen Krempel auch wirklich nochmal anmerken, das hätte absolut nicht so teures Zeug sein brauchen. Also wirklich nicht. Ich hätte mich auch über eine Ladung Steine gefreut oder eine Portion Kienspan. Habe ich auch schon gekriegt, war auch toll. Aber ganz ehrlich, also dieses Messer ist schon sehr genial. Also da freue ich mich wirklich ganz außerordentlich. Ich glaube, ich packe es mir unter das Kopfkissen. Ich bin so bescheuert und mache so einen Quatsch übrigens wirklich. Nein, also wirklich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Freue mich ein Loch in die Mütze, zumal das auch ein absolutes Überraschungspaket war. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, toll. Dankeschön. Ciao.